Jumanji, das Spiel, es hält dich gefangen. Und nur durch Spielen kannst du herausgelangen, wilden Tieren und Gefahren auf der Spur. Verspricht uns Nervenkitzel und Spannung pur. Das Jugendballett, bitteschön. Jumanji, das Spiel, das den Dschungel zum Leben erweckt. Es ist ein Spiel aus längst vergangener Zeit, aus dem die Kreatur des Dschungels entweicht. Sie dringt ein in deine Welt. Es droht Gefahr, sobald der Würfel fällt. Gelang ins Ziel, dann wird's gut. Es verschwinden Affen, Schlingpflanzen und Nilpferde mu. Before I get home, we'll come back home, we got some fun. Boy, run, run.
Schreit der Dschungel Zugabe oder schreit er nicht? Ja, hallo. Ihr Lieben, zieht mal eure Maske. Wichtig, schön. Ja. Ja. Unserem Jugendballett ein dreifach donnerndes Heidorf. Jugendballett. Heidorf. Ja, es war eine gefährliche Reise durch den Dschungel. Aber der Dschungel lebt, wie man sieht, und bewegt sich. Und die Nilpferde sind unterwegs, sogar ohne Kopf. Und auch die Affen. Ich stelle euch mal vor, getanzt haben für euch. Maurizio Lietz. Lene Müller-Martin. Michael Horn. Hanna Herwig. Lilith Schulze. Emma Schmidt. Leonie Gemminger. Charlotte Elter. Hanna-Sophie Grinitz. Ja, und dann fehlt hier heute Abend die Lilly Althaus. Die ist leider krank geworden und hat auch ihren Nilpferdkopf mitgenommen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und jetzt kommt der Knaller. Unser Kinderprinz, der Eliano der Erste. Guten Morgen. Der hat jetzt mal ganz spontan gesagt, so vor 2 Stunden, ach Gott, wenn er es mir ein bisschen zeigt, ich mach mal mit. Und das hat er gemacht. Und er hat extra ein Schild vorne aufgeklebt, wie ihr seht, ich bin das Nilpferd. Das sagte früher eigentlich immer nur der Bud Spencer. Das Krokodil und sein Nilpferd oder so ähnlich. Ja. Ja, toll. Auch wenn ihr es vielleicht nicht so gerufen habt, ich möchte gerne, dass hier eine Zugabe kommt. Ja? Ja. Danke, 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 danke. Ich hab's gehört. Bevor wir aber jetzt die Zugabe machen, natürlich gibt es hier auch Trainerinnen, die das sehr fantasievolle Stück hier einstudiert haben. Das waren die Ann-Kathrin Schlund und die Anja Mette. Dankeschön dafür. Jetzt weiß ich nicht, ob es noch was geben sollte oder nicht. Ja? Haben schon? Haben schon. Haben schon. Die haben das so im Verborgenen, haben die schon was gekriegt, die Trainerin. Geil. Ja, dann für mich hier oben, für uns hier oben und natürlich auch für euch unten im Saal noch eine kleine Zugabe. Bitteschön. Jij valt op mijn imago. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Zeg me waar wil jij heen? Als het aan mij dan bewegen we nu. Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. Zeg me waar wil jij heen? Als het aan mij dan bewegen we nu. Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. In de jungle, we ready te rambonen, dat is geen probleem. Kalender op de koelkast, we komen dichterbij. Schat, lijkt dat goed, is toch geen plek voor jou en mij was. Hij staat rennen in de jungle, dat is mooi. Misschien ben je eenzaam, maar niet lonely. Hey schatje, waar ben jij dan? Kom eens
damit du ein voll auf meinem Plan. Ja, das Jugendballett. Vielen Dank. Jawohl. Raus aus dem Dschungel, rein in den Dschungel. Wir bauen zusammen. Mein lieber Thomas, ich helfe dir. Ohne Ackerdrehen ist da. Afrika zurück in der Jungle, wir leben dürr in der Benelux. So, jetzt ein kleiner Aufbau hier oben. Dirk, einen ganz kurzen Zwischensport von dir. Und wir bauen hier mal schnell ein Flugzeug auf. Ja? Okay. So, ja. Guten Nachmittag. So, was ist das? What? Gellensäure. Aber das war irgendwie noch unten. Ja. Okay, danke, mein lieber Dirk.